Hallo, mein lieben Weihnachtswichtel, und willkommen zu Lego Friends Nummer 1 2024. Und morgen ist ja auch schon Heiligabend, zumindest nach dem Veröffentlichungsplan für die Friends. Die war nämlich eigentlich für den 23. Dezember angekündigt. Heute habe ich sie im Kiosk gesehen. Ich vermute, sie ist gestern rausgekommen, aber gestern war ich nicht am Kiosk, denn es ist Dienstag gestern gewesen und das ist normalerweise der Tag für die Zeitschriften. Ich weiß nicht, warum Blue Ocean es jedes Jahr versucht, um den Jahreswechsel rum ambitionierte Termine wie den 23. Dezember zu nehmen. Aber sie schaffen es immer wieder und dann klappt es nicht und dann tauchen die Sachen Wochen später auf. Wie zum Beispiel hier. Ninjago ist rechtzeitig erschienen. Von den Heften für den 6. Januar habe ich noch nichts gesehen. Und ich glaube, Star Wars hätte auch am 29. rauskommen sollen. Aber okay, das kann sein, dass die einfach nur vergriffen waren, weil Imperator Palpatine da drin ist. Okay, gut. Mal gucken, ob ich den noch finde oder nicht. Wir werden sehen. Jetzt sind wir erstmal bei Friends. Friends darf das zweite Heft für dieses Jahr sein. Ninjago war ja schon da. Ist aber hier. So sieht das Heft aus. Rätsel-Comics-Spiele. Wir kennen die Geschichten mit diesen drei Freunden und innen und so weiter und außen. Wir haben, wie gesagt, Rätsel-Comics-Spiele. Poster in der Mitte. Da freuen sie sich alle. Das ist ein sehr, sehr, sehr fröhliches Poster. Mit allen Friends, sei immer du selbst. Also, die. Ob das jetzt auch für euch gilt, weiß ich nicht, aber ich gehe einfach davon aus. Ich fände es jedenfalls gut, wenn ihr auch ihr selbst seid. Und hier haben wir nochmal Autumn und Ollie. Okay, das ist fast schon gemein. Der blaue Vogel. Nun ja, gut. Autumn und Ollie, okay. Ja, beides eigentlich nette Poster. Das hier gefällt mir noch besser. Das ist einfach, das sieht irgendwie mehr nach einem Bild aus. Das hier ist ein bisschen zufällig zwei Charaktere. Gut, meinetwegen. Und im Comic wird unter anderem eine Pizza gebacken. Für eine Modenschau, aber hey, Modenschaus sehen eh immer aus, als wäre eine Pizza explodiert. Also passt schon. Wichtig ist, dass das die Überleitung bildet zur Beilage. Pizzaofen mit ein bisschen hier Zubereitungsareal, auf das keine Pizza passt. Aber nun ja, Details, Details. Wir haben lustige kleine gemalte Bilderchen drauf, einen Salzstreuer, eine lachende Tomate, eine etwas ernstere Tomate, die hat, glaube ich, gerade gemerkt, was passiert, wenn hier Soße für die Pizza hergestellt wird. Ja, das ist immer kein guter Moment, wenn man Tomate isst. Die Zwiebel ist weiterhin traurig, aber muss immer noch auf der Rückseite bleiben. Das wäre eigentlich mal cool, einfach hier zwischen die traurige Zwiebel zu packen. Wir haben als Größenvergleich eine Einzelpinöppelblüte und eine Setnummer, die 562401. Die Wale knutschen, die Verpackung lässt sich wieder verschließen. Wenn man sie nicht aufkriegt. So. Das heißt, hier darf es nicht laut ratschen, sondern hier wird so aufgemacht und so ausgekippt. Doch, ja, ist leer. Okay, Tüte ist leer. Tüte darf hier liegen bleiben, damit wir weiterhin wissen, was wir tun. Gut, wissen wir ohnehin nicht, aber das ist noch eine andere Geschichte. Wir haben Pizzaofen erstmal, natürlich. Blip, blub, blip, blub. Wir haben bedruckte, diese guten alten Holz einmal eins runden Fliesen. Das Wort gehört definitiv in diese Reihenfolge von Silben. Ja, Holz unterm Ofen. Nicht vor der Hütten, dann sind wir in der falschen Altersgruppe. So, jetzt muss ich mal eben hier zusammen orientieren, was wohin kommt. Ich glaube, ich hole die Bauernleitung raus. Ja, sonst mache ich Quatsch. Und Quatsch ist nicht gut. Quatsch ist gut für den Kanal, aber nicht für den Bau. Bis dahin war ich aber richtig. Sehr gut zu wissen. So, jetzt wird es nämlich tatsächlich etwas exotisch, was die Zusammenstellung der Teile angeht. Um hier so eine Fläche zu machen, da weiter bauen zu können. Ja, ich verstehe, warum das so ist. Und wir haben hiermit gleichzeitig noch eine Rückwand. Das hier ist etwas seltsam. Ah, der kriegt, okay, der kriegt einen Schornstein. Ja, dann macht es Sinn. Jetzt identische Platten aufeinander sitzen, ersetzen. Die große Verfehlung, wenn man Lego baut, weil, gut, es sind einmal Zweier. Die kriegt man schon wieder auseinander, gerade mit dem Teiletrenner, aber ist immer nicht so beliebt, das zu tun, weil
es durchaus sein kann, dass man dann Sachen nicht wieder auseinander bekommt. Bei großen Platten ist das gefährlich, bei den kleinen geht's. So, ein Dach drüber. Leider nicht verbunden, aber dann wäre hier halt zu wenig Platz. Das hätte man auch noch irgendwie zukriegen können, zum Beispiel indem man das hier verbindet. Mit einer 2x2 Platte. Hätte hier noch gepasst, dann hätte man das Loch hier weg. Nun gut. Paddel, damit man die Pizza rausholen kann. Oder auch mit dem Boot wegfahren kann, wenn das Hochwasser kommt. Je nachdem. Und dann wird noch die Pizza reingelegt. Wo haben wir die Pizza? Das ist keine Pizza, das ist eine Pizza. Pizza. 2x2 runde Pizzafliese mit Salami. Und schon geschnitten. Rein in den Ofen. Du bist zwar schon geschnitten, aber du musst jetzt trotzdem noch backen. Es ist rätselhaft, aber auch gut, wie viele verschiedene Drucke sollte man schon haben für eine geschnittene und eine ungeschnittene Pizza. Dann ist die halt jetzt schon vorgeschnitten. Ich habe das in Berlin gesehen, da gibt es auch die Läden, wo man dann halt eine Pizza, die einzelnen Slices kriegt, statt die ganze. Wenn man halt unglaublich viel Geld für eine Pizza ausgeben will, dann ist das eine Idee, die man machen kann. Ah! Ja, da ist was runtergefallen. Moment. Nehmen wir noch den Käse an die Käsereibe. Einfach gebaut, aber nett. Und jetzt mache ich mal eine Pause, um das runtergefallene Teil wieder aufzusammeln. Okay, Teil ist aufgesammelt. Es darf weitergehen. Mit was bauen wir jetzt? Jetzt bauen wir hier die nächste Pizza in Vorbereitung. Es ist eine Erdbeerspinatpizza. Warum nicht? Lecker. Nee, das ist der hier. Mmh, Erdbeerspinatpizza. Bestimmt irgendjemand das Leibgericht meint's nicht. Aber hey, es ist auf jeden Fall kreativ. Was haben wir hier? Okay, da ist die Tomate, die freut sich jetzt gar nicht mehr. Und was ist das? Ein Kräutertöpfchen, denke ich mal. Ne? Trans Green, Trans Dark Green. Einzelpinöppel und drauf eine 1x1 runde Fliese. Ich denke mal, das ist ein Kräuterfässchen oder sowas, stellt das wohl dar. Ich bin nicht wirklich sicher, aber das wird es schon so sein. Was das hier ist, weiß kein Mensch. Nein, das tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, warum es da ist, aber ein Schalter könnte die Pizza ein- und ausschalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das da ist. Gut, vielleicht stellst du einen Löffel da. Man hätte aber auch einfach einen Löffel beipacken können. Nur so ein Vorschlag. Nun gut, drei Teile haben wir übrig. Nämlich diese lustigen Kräftehalterteile, die wir von den Superhelden und so weiter kennen, in weiß. Nicht durchsichtig, nicht grau, nicht schwarz, weiß. Sehr gut, haben wir nicht so häufig. Und den Technikverbinder hier, zwei Noppen lang, in beige. Auch das eine Farbe, die wir nicht häufig sehen für dieses Teil. Insofern schön, dass es da ist. Natürlich hat er den Schlitz. Das ist etwas blöd, wenn er eine Nudelholz darstellen will, aber passt schon. Kann man trotzdem Nudelholzen. Ein bisschen die wunderbare Erdbeerspinatpizza flach machen. Und dann haben wir es. Das ist unsere Heftbeilage diesmal. Ein bisschen wird gebacken. Die Pizza ist nett. Es sind relativ viele Drucke. Das ist positiv zu bemerken. Wir haben eine Pizza da. Wir haben zweimal Baumstammenden da. Das hier sind tatsächlich nochmal Teile, die wir in den Farben nicht so häufig sehen. Der Rest ist halt gut Standardkram. Das Paddel ist nochmal nett. Das hat man zwar öfter, aber nicht so oft. Der Rest ist Kram, den man ständig sieht. Aber hey, ist ein netter kleiner Bau. Fällt auch so in den Bereich, ist es in Ordnung für eine Beilage, für alles andere nicht. Aber man kann es in seine Küche stellen, wenn man eine Friends-Küche oder auch eine Lego City geht, das glaube ich auch, nur eine Küche hat, dann kann man es da reinstellen und es passt. Insofern erfüllt es die Aufgabe, die eine Heftbeilage erfüllen soll. Bisschen Werbung für die Hauptsets machen, indem man ein bisschen was bietet, was damit dabei kann. Das ist so ein bisschen die Idee da und das kann man hier machen. Kann man so nebeneinander stellen, man kann den jetzt dahinter stellen, das hier quasi als Mittelkonsole, wie man will. Oder einfach wild in der Küche verteilen. Passt aber ganz gut auch als eine Zeile zusammen. Ja, einfach gebaut. Nicht übermäßig nett, aber nett genug. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für dieses Ding. Und dann bleibt noch die Zusammenfassung für diese Zukunft. Die Zukunft dieses Heftes.
Anders gesagt. Und wir haben... Ah, guck mal, wir haben wieder ein Tier. Ich dachte schon, die machen das gar nicht mehr, dass Tiere dabei kommen. Wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, ohne Tiere läuft es nicht ganz so gut. Also machen wir wieder Tiere rein. Am 27. Februar, da steht's. Wir haben Schaltjahr. Das ist diesmal nicht der letzte Februar. Das ist nie der letzte Februartag. Der 29. ist der Schalttag. Egal. Aber wir haben eine Katze. Wir haben wieder, wir haben wieder eine Gedankenkontrollkatze und diesmal hat sie sogar eine Lupe dabei. Von einem Roboterarm gehalten. Das wird spannend, was damit wieder getan wird. Und kommt am 27. Eine von den alten Katzen. Okay, die musste Lego wahrscheinlich noch loswerden. Ansonsten geht es weiter irgendwann mit den Heften. Dadurch, dass diese komischen Verspätungen zum Jahreswechsel wieder dran sind, müssen wir mal gucken, welches als nächstes auftaucht. Ich hoffe, ich kriege Star Wars noch in die Hände. Ich glaube nämlich, das ist tatsächlich schon raus und da ist Palpatine bei und deswegen war es vergriffen. Ich habe Palpatine halt schon, insofern ist mir das relativ schnurz, aber ich will das Heft hier noch im Kanal haben. Das ist wichtig und abgesehen von Heften geht es morgen dann, weil mir hier zu wenig Viecher drin waren, mit dem Hundi weiter. Ich sage erstmal, bis dahin und viel Spaß beim Bauen.